Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Hähnchenherzen zubereitet. Dafür habe ich hier ein paar frische Hähnchenherzen besorgt. Wir brauchen etwas Magic Dust Rub zum Würzen der Herzen. Ich habe die hier schon mal aufgespießt. So, jetzt können wir hier einfach den Rub draufpacken. Ja, einfach drauf. Ein bisschen andrücken das Ganze, damit das auch nicht so schnell abfällt. Ja, und unser erster Spieß ist auch schon fertig. Ich habe jetzt hier noch eine zweite Variante. Dafür habe ich Sojasauce in eine Schüssel getan, ein paar Herzen hineingelegt und habe das Ganze eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen. Das ist jetzt hier die zweite Variante. Und eine dritte Variante, die möchte ich dazu nutzen, um ein Paprika-Räuchergewürz auszuprobieren, was ich mir jetzt vor kurzem besorgt habe. Es wird auch hier von beiden Seiten auf die Herzen gemacht und ja, jetzt legen wir das Ganze mal auf den Grill. Der ist für circa 15 Minuten auf höchster Stufe schon im Betrieb, also richtig gut aufgeheizt. Und jetzt geben wir mal hier unsere Spieße auf den Grill, ja, drücken die hier so ein bisschen an. Und dann schließen wir den Deckel für 2 Minuten. So, nach 2 Minuten drehen wir hier unsere Spieße einmal um und schließen den Deckel nochmal für 2 Minuten. So schaut das Ganze aus nach 2 weiteren Minuten. Wir drehen nochmal die Spieße und schließen den Deckel dann nochmal für 2 weitere Minuten. Also ich habe das jetzt so lange gemacht, dass die Dinger für circa 16 Minuten auf dem Grill waren, weil das ist so eine Sache, man muss bei Innereien ein bisschen vorsichtig sein, gerade dann, wenn sie vom Hähnchen sind, also könnte ja irgendwie Salmonellengefahr oder sonstiges da drinnen irgendwie bestehen. Also ich möchte das jetzt nicht heraufbeschwören, aber man muss halt ein bisschen vorsichtig damit sein, die sollten mehr als durch sein. Ja, so schaut das dann aus, wie gesagt, nach 16 Minuten auf dem Grill. Ja, wollen wir jetzt mal die Sachen probieren. So, die erste Variante ist hier unsere Magic Dust Rub Variante. Ja, ich probiere das Ganze mal. Ja, schaut schon mal ganz ordentlich aus. Boah, lecker. Also wirklich zack, zack. Also die Dinger, die kann man einatmen wie Luft. Die sind echt sehr gut. Jetzt probieren wir hier die Sojasoßen-Variante. Also die sehen hier ein bisschen in der Einstellung dunkler aus, als sie wirklich sind. So dunkel sind sie nicht. Ja, also die Soja-Dinger schmecken auch total gut. Richtig schön salzig. Jetzt kommt hier noch unser geräuchertes Paprikapulver. Ah, also auch wirklich Daumen hoch dafür. Die Dinger schmecken wirklich richtig geräuchert. Ja, so schaut das Ganze nochmal aus. Ja, ich kann nur sagen, guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich tierisch über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr das machen würdet. Also ciao, bis zum nächsten Video.